Heute bastle ich mir also aus einem Biwaksack ein kleines Ein-Mann-Zelt. Bleibt dran! In letzter Zeit habe ich öfter mal gehört, dass viele Leute sehr gerne mit dem Biwaksack schlafen würden draußen, tun es aber nicht, weil ihnen das alles zu beengt ist, es ist alles zu nah dran und sie bekommen nachts fast keine Luft da drinnen. Also hier ein kleiner Trick für euch, der euch da vielleicht weiterhelfen wird. So, erstmal unsere Schnur und unser Giebel. Dann nehmen wir unseren Giebel, der etwa ein bisschen mehr als die Breite unserer Schultern ist. Wenn wir den so hinheben, nehmen in der Mitte einen zweiten Stock, den wir ungefähr 30 cm überlappend oder je nachdem, wie die Konstruktion unseres Biwaksackes ist, legen den hier oben auf, damit wir ein Kreuz bilden. Und dieses Kreuz werden wir jetzt mit der Rinde, die wir gerade abgeschnitten haben, einfach fest binden. So, nun einfach der Tatsache geschuldet, dass mir die Rinde ausgeht und ich nicht noch mehr Bäume abschälen möchte für diese kleine Vorführung, verwende ich jetzt Schnur und binde das Ganze im Prinzip nur noch so aneinander fest, damit wir einen schönen Rundbogen erzeugen, der natürlich etwas breiter ist als unsere Schultern, damit wir hier ausreichend Platz haben, um noch mit dem Schlafsack drin liegen zu können. Das Ganze sieht jetzt so aus und wird jetzt einfach nur noch in den Biwaksack eingeführt. Hierbei gilt es natürlich darauf zu achten, dass die Öffnung komplett auf unserer Seite liegt, wo wir nachher unseren Ein- und Ausgang haben werden. Je nachdem, ob das der Biwaksack zur Verfügung hat oder nicht, dass man aus zwei Richtungen öffnen oder schließen kann, macht hier den oberen Teil ein wenig zu, damit euch der First nicht gleich abhaut. Legt das ordentlich aus und führt das Ganze dann einfach nur noch in den Biwaksack ein. Für all jene, denen das noch nicht aufgefallen ist, die neuen T-Shirts sind da. Der Link zum Shop ist unten in der Beschreibung. Schaut da also unbedingt mal rein. So, von innen sieht das Ganze dann so aus. Hier ist unser First. Wir kippen das Ganze dann auch leicht nach hinten rein, damit uns das beim Schlafen nicht alles einfach umfällt. Auf der Schnur nachher liegen wir ja drauf. Das ist also egal. Und wir haben auch hier schön unsere Öffnung, wo wir ein- und aussteigen können. So, wie man sehen kann, habe ich mir ausreichend Platz hier drinnen verschafft, auch von der Höhe her. Hier ist richtig viel Luft nach oben. Die Konstruktion hält natürlich deswegen auch so gut, weil ich sie eben nach hinten geschoben habe. So, hier das Ganze nochmal von außen. Ihr seht, alles wunderbar. Und in der Nacht habe ich entweder genug Sauerstoff, die reinkommt, oder aber ich kann das schließen und habe dann innen genug Höhe und Raum, damit ich mir hier nicht die Platzangst hole. Die Konstruktion ist natürlich individuell anpassbar. Wer das Ganze länger haben möchte, breiter, schmaler, höher, wie auch immer, kann das natürlich gerne tun. Ich hoffe ansonsten, die Idee hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein kleines Like da. Ansonsten wie immer alle Links unten in der Beschreibung. Wir sehen uns. Stefan.